Willi, du weißt, dass es nur ein Moment der Lust war. Ein flackerndes Feuer. Ja. Wir ließen unserer Leidenschaft freien Lauf. Dieses eine Mal. Ich sollte zurück. Ausruhen. Die Beerdigung wird noch im Gange sein, wenn du ausgeschlafen hast. Das ist so cringe. Oh Gott, ey. Willi ist bereits weg. Vermutlich, um sich auf die Beerdigung vorzubereiten. Das war ein Abschiedskuss, ja. Das war ein brüderlicher Abschiedskuss. Unter die Haut. Oh, Mann, ey. Wieso kommen die auf einmal damit? Und dann zeigen die auch nichts. Also ich hätte jetzt nichts davon gesehen, ne? Ich hätte direkt die Augen zugemacht. Aber warum? So viele Dämonen. Die bieten das an, aber zeigen nichts. Das ist irgendwie. Das wird der Abschied sein, den Gaming verdient. Ich erkenne dich kaum wieder außerhalb deiner Höhle. Ich bereute es, meinen großen Jarl nicht mehr gesehen zu haben. Du hast ihm etwas Gutes damit getan, dass du hier bist. Darauf kannst du aufbauen. Trink. Trink reichlich. Die Bestattungsvorbereitungen verlaufen nach Plan. Der steckt sich hier hinter. Er darf doch nicht hier raus, oder? Wir schicken dich bald auf deine letzte Reise. Du wirst nicht länger von Hühnern belagert, wie ich sehe. Wirf die Drachen mit dem großen Jarl aus Feuer. Wir werden sie zusammen verschlingen. Sorry, ich bin ein bisschen schwul. Wird dein Gotteswasser das Feuer überstehen? Das wird es. Sollte Jarl Heming es wollen, wird unser Gott bereit sein, ihn in sein himmlisches Königreich aufzunehmen. Sag mir, welche Totengabe konntest du deinem Jarl anbieten? Etwas Fusel überlebt das Feuer. Er wird Heming in Odins Halle wärmen. Wenn er nicht aufpasst, wird der Fusel ganz Walhall niederbrennen. Fusel uns angeboten hatte, genau. Eivor, so treffen wir uns wieder. Ja. Ich habe dein Gesicht bisher noch nicht in Hemings Clan gesehen. Woher kommst du? Wen haben wir denn da? Ich komme im Namen des mächtigen Halfdan Ragnarsson aus Nordhymbre und bringe eine Gabe für den verschiedenen Jarl Heming. Diese Leute sind gute Trinker und gute Krieger. Halfdan wird zufrieden sein. Wen haben wir denn hier? Halfdan, es tut gut, dich zu sehen. Familie und Clan. Hätte unser Wiedersehen doch nur einen fröhlicheren Anlass. Wenn du den weiten Weg kommst, musst du Heming gut gekannt haben. Nicht so gut, wie ich es mir gewünscht hätte. Er war ein wahrer Krieger und ein ehrlicher Mann. Ich habe ihm vertraut. Und ich vertraue nur wenigen. Auf Jarl Heming! Skål! Vertraute uns eigentlich noch. Skål! Ja, nettes Gespräch. Sehr, sehr schön. Warte, da ist er. Warte, schön nochmal hinten. Okay. Wer ist das denn? Tja, alter Freund. Oh. Wie schön, dich hier zu sehen. Er ist auch ist hier. Ist Jofina auch hier? Einer von uns musste in Jofovik bleiben. Sie wäre gern gekommen, aber unsere Pflichten ruhen nicht. Wohl wahr. Nur Jarl Heming genießt nun dieses Vorrecht. Oh, die Trauerfeier. Oh, warte mal, da ist noch jemand. Wer ist das? Sahst du, was du sehen musstest? Ach, die Seherin. Oh ja, mehr als genug. Okay. Sahst du, was du sehen musstest? Oh ja, mehr als genug. So. Ich glaube, jetzt haben wir auch mit ihm gesprochen. Jetzt war immer noch Sprechblase da, aber wiederholt sich. Eivor, mein Vater macht sich zu seiner letzten Reise auf. Seien die Winde ihm gewogen. Die Edelinge haben ihre Totengaben abgelegt. Alle bis auf dich. Zeig, was du hast, und die Feier möge beginnen. Ich habe es hier.
Was auch immer, keine Ahnung. Ein Schild, in den das Schicksalsnetz gewoben ist, wie du deinen Huga in unser Leben geflochten hast. Mögen die Skalden von dir berichten, derweil die Götter dich umarmen. Feiere in den Hallen der Tapferen und Freien, mein Freund. Steh mir zur Seite. Als Jarl. Sprich mit dem Herzen, Hemmingsson. Heute betrauern wir das Scheiden von Jarl Heming von Snotingahamshire, meinem Vater. Unserem Vater. Er war eine Naturgewalt. Eine Stärke, die man fürchten und bewundern konnte. Ach, das war Schild, was Nun ist er tot. Ja, so. Zusammen sind wir ein Beispiel seiner Größe. Ich sehe ihn in euch allen. Seine Liebe für die Schlacht, aber auch für den Frieden. Für Weisheit, Trauer und Freude. Seine Großzügigkeit. Seinen Huga. In euch sehe ich sein Leben. Und seine Liebe zur Med. Götter, liebte er das Saufen. Wir sind all das, weil er all das war. Vater, wir werden für unsere Kinder sein, was du für uns warst. Und wenn sie bereit sind, werden wir uns wiedersehen. Verabschiede dich von ihm. Oh, immer ein Abschied. Immer ein Abschied. Sunifa, reite nach Hemtop und mach das Langhaus für das Ting bereit. Der nächste Jarl wird bald feststehen. Was ist jetzt los? Ist alles okay? Ah, ist dein Durst auch so groß? Oh nein! Ein, wenn du es schneller runterkippst als ich. Oh nein! Fehlt es dir an Silber oder an Schnack? Reden wir nicht mal. Das machen wir nicht. Ich hasse Trinkspiele. Mehr als, was ist denn mit denen? Warum laufen die alle weg? Was ist mit denen? Ist was passiert? Komisch. Ah, hier ist es. Kehr zu Sunifa zurück. Die Seherin, ne? Meine ich.
Warten immer gerne. Oh. Hat er sich mit dem Weg hier? Ah, nee, es ist sie. Schenkten Sie Ihrem Jarl einen schönen Abschied? Das taten Sie. Niemand trinkt so gut und viel wie Hemings Clan. Die Nachfolge muss bald verkündet werden, bevor wir alle zu betrunken und erschöpft sind, um uns an unseren Namen zu erinnern. Wir das Edling beginnen, seien Sie noch etwas ver... Ja, das stimmt. Ruf die zusammen, die dabei sein müssen. Das Ting wird bald beginnen. Die war ein bisschen schreckhaft, deswegen... Skippt man das. Und gleich beginnen, das direkt am nächsten Morgen. Ist dir nicht wohl? Die Bürde der Trauer ertränkt im Met. Und von einem Gedanken betäubt. Ich stehe zwischen diesem Mann und der Jarlwürde. Ihr steht Seite an Seite, Vili. Und einer von euch muss es sein. Mein Vater stellte uns Seite an Seite, weil er deiner Weitsicht vertraute. Was siehst du also? Ich sehe ein Jahr in dir. Das ist... Ja, also ich würde doch eher das tendieren. Weil wir beide passen. Ja, ist ja eklig. Nein. Oh Gott, Mann. Ach, ich sehe einen Dränger vor mir. Einen Mann, der sich nach Kampfesruhm sehnt. Tryggvi sollte Jarl sein. Und du? Du solltest deinem eigenen Weg folgen. Wohin er dich auch führt. Eine Klippe hinab ins Meer, wenn du das so brauchst. Du weißt, wie man einen guten Augenblick zerstört, Wolfsmal. Vor einiger Zeit fragtest du, ob du bei uns leben könntest, als einer unserer Krieger. Willst du das noch immer? Mit dir und Bragi plündern? Bei den Göttern, ja. Blut und Met vergossen wir in Strömen. Um der alten Zeiten willen und der neuen. Behalte das Gesicht des alten Mannes im Blick, wenn er von unseren Plänen erfährt. Ich hoffe, es war eine richtige Entscheidung. Aber irgendwie sehe ich das eher. Weil er mag das ja auch gar nicht. Das will jetzt nicht jemand dazu aufbinden. Ich stehe vor euch als Vili Hemingsson. Aber nicht als Jarl. Es gibt nur einen Mann, der die benötigte Ehre und Weisheit besitzt. Nur einen Mann, den mein Vater als würdig erachtete, ihm zu folgen. Tryggvi, Jarl von Snotingham. Mögest du stolz auf Hemings Pfad schreiten. Was soll das? Alter Freund, du verdienst das. Und so viel mehr. Sei stolz. Meine Zukunft liegt woanders, Tryggvi. Ich werde mit Eivor gehen, um mit dem Rabenclan zu leben und zu kämpfen. Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Sag ja. Ja, hab Dank, Vili. Eivor. Oh Mann, das ist so, so nett. Ich meine, in seinem Alter halt, ne? Gut kann gemacht, ja auch. Stockarsch. Auf jeden Fall bis sowas. Bis mein Weg mich nach Hause führt, verdiene ich unter deinem Banner, Eivor. Weil ich kann ja nicht Eivor, dem einen aufbinden. Mein erster Erlass soll Hemings Wunsch folgen: ein Bündnis zwischen unseren Leuten. Wenn du rufst, werden wir folgen. Wie wäre es für dich? Ich habe die Entscheidung getroffen. Ja, drück wie. Ich glaube, da haben wir hier unseren Ziel erreicht. Ich hoffe, es war kein Wähler. Es ist Plot Twist, er ist der Bösewicht.
Macht sie mal. Nee, das sieht nicht so aus wie der. Das sieht eher aus wie dieser. Wie heißt er? König, Shewa? Shewa? Keine Ahnung. Abschied und Vermächtnis. Keiner kann Jarl Heming das Wasser reichen, doch ich tue mein Bestes, ihn zu vertreten. Danke, Eivor. Ich vertraue dir Vili an. Brandi wird davon erfahren wollen. Es wird Zeit, dass ich in die Siedlung zurückkehre. Nach dir kann ja er wieder. Ich weiß nicht, weil er hat ja vielleicht nicht mehr so lange. Dann kann ja er wieder ran. Oder, ich weiß nicht, irgendjemand anderen. Ich habe keine Ahnung. So, Randvi muss... Der bleibt erstmal hier, ne? Okay. Dann gehen wir zu Randvi. Und verkünden die frohe Botschaft. Aber wir haben echt... Wo haben wir eigentlich... Animus mehr? Oder ist er auf der anderen Insel? Und uns fehlt noch ein Teil von der Torrüstung, ne? Oder? Also irgendwas fehlt hier noch. Ich sag mir nicht, dass es noch weitergeht. Also noch komplett weiter mit einer neuen Insel und da, oh Gott. Das wäre too much. Das wäre echt too much. Ubisoft. Ihr kleinen Übertreiber. Warte mal, wir müssen mal aufbessern. Schön, Sigurd wieder dort zu sehen, wo er hingehört. Ich wollte ja mal aufbessern. Zeig mir, was du anzubieten hast. Ich glaube, die ist noch nicht so ganz aufgewertet. All meine Waren sind gut, aber das ist sogar ja, wir haben sehr ja gut. Super viel. Das Magister. Magister. Ach komm. Wir haben ja eh so 9 Stück. Jetzt kannst du mich allem stellen. Bam. Das werden wir eh so nicht anziehen. Die Magisterrüstung. Thorsam, hier ist er. Ich glaube, der verändert sich gar nicht, der bleibt so gut. Ah, das ist ziemlich der gut. Bleibt, der lässt auch Standard. Magister, kaputt ist verborgen. Ich fühle mich wie ein stolzer Vater, wie stark du jetzt bist. Warte mal. Das gefällt dir wohl ganz gut. Hier ist Thor Schlachtpanzer. Entfernt sich auch nicht. Okay. Das ist nämlich die letzte Rüstung, die ich gerne antragen würde. Aber uns fehlt ja halt die Kapuze, glaube ich, ne? Das ist ein Thors Hose. Das wird dir gut dienen, Eivor. Ist es das, okay, was du suchst? Was haben wir noch? Das war's, ne? Der Donnerer. Der ist neu, ne? Müssen wir ein bisschen das Tor. Das kann ich dir besorgen, klar. Schau mal, was stand das da daneben? Sperre. Du hast ein Auge für hohe Güte. Wir haben die Großschwerter, ne?
Schmied, aber ein Großschwert. Also, das haben wir gerade aktiv oder was? Ah, okay. Komm, du mal da noch. Alter, sieht das krass aus. Mentorenmantel. Na, die Mentorenrüstung auch. Das ist ziemlich gut. Schilder, Tage irgendwie nicht mehr. Der Einsatzschild. Ja. Bin nicht mehr so der Schildtyp. Weshalb zwei Waffen halten noch ein Schild dazu. Mentorenmaske. Sieht aus. Sieht immer so komisch aus, ne? Das kann ich dir besorgen, klar. Das ist das Verborgene. Na bitte, besser als zuvor. So. Ja, ich lasse es andere mal. Ich leiste wirklich gute Arbeit. Wir sehen uns später. Mögen so. Sie von deinen Taten singen. Und von meiner Handwerkskunst. Aber mal bei dem Bengel, ob wir uns da was kaufen können, was da gerade an hat. Was bietest du heute an? Mystische Rüstung. 120. Warum grüßt du denn jetzt? Robust und doch leichtgängig. Genau richtig für deinen Berufszweig. Da hole ich mir mal. Einfach weil es da ist. Ich muss leider aufbrechen. Bis bald. Was wir 320 gesammelt haben, ne? Wir hatten ja letztes Mal auch was schon ausgegeben davon. Keine Ahnung, wo die ganzen Opale herkommen. So, ich bin dann wieder zurück. Sollen wir mal was anderes anziehen? Wobei, das kann ich auch offline danach machen. Oder ich gehe jetzt mal kurz offline. Oh, wen haben wir denn da? Bruder, bist du auch hier? Billy, lebst du dich gut ein? So gut es mir möglich ist. Ich bin gern hier bei dir und deinen Leuten. Ich bin genau da, wo ich sein soll. Aber nichts anfassen, ne, bei gut. mir. Und nur, dass du's weißt, wir haben hier jegliches Holz, das dein Herz begehrt. Eiche, Buche, Kiefer, falls es dir vom vielen Rumsitzen in den Fingern juckt. Das höre ich gerne, Eivor. Ich werde meine Schnitzkünste walten lassen. Mit was? Und deine Suppe damit umrühren. Ah, okay. So ein guter Junge. Hört sich gerade falsch an. Ich habe aber keine Suppe drin. Okay. Ja, ich würde sagen, wir sehen uns dann gleich mit einem neuen Kostüm. So, oh. War ich nicht. Ich fand Valkyrie-Umhang am besten passend zu dem. Deswegen hab ich das mal gemacht. Grüße, Eivor. Ja, moin. Ich bringe traurige und frohe Kunde Randvi. Jarl Heming in Snortinger Hampshire starb. Doch sein Clan bleibt uns verbunden. Traurige Nachrichten, aber ein guter Ausgang. Bei meinem Besuch traf ich meinen alten Freund Vili. Er hat sich unserem Clan angeschlossen und wird Krieger auf meinem Schiff sein. Ich erinnere mich an den jungen Mann. Er wird deine Besatzung gut ergänzen. Und jetzt? Eivor, die Zeit ist gekommen. Unsere Zeit. Unsere Zeit wofür? Mein letzter Ruhm steht bevor. Dein letzter Ruhm? Ich mag gar nicht fragen, was du damit meinst. Rede ich undeutlich? Meine Zeit in Midgard ist vorüber. Ich will endlich die Hallen meiner Vorfahren sehen. Mhm. Falls du sterben willst, dann nicht durch meine Hand. Ich rede nicht vom Tod, Eivor. Ich rede vom Leben. Vom Leben und nie endendem Ruhm.
Ich weiß, dass ich die letzten Wochen im Nebel verbracht habe. Ich weiß, ich spreche Worte, die du nicht begreifen kannst. Doch ich bitte dich nur noch einmal, mir zu vertrauen. Auf meiner letzten Reise, zurück nach Nordwege, um meinem Vater Lebwohl zu sagen und mein Schicksal zu erfüllen. Zurück nach Nordwege? Das muss ich mit Randvi besprechen. Wenn du meinst. Ich erwarte deine Antwort unten am Hafen. Lass mich nicht warten. Oh, es geht da weiter, okay. Mhm. Auch schon ein bisschen. Du siehst gut aus. Danke. Ich möchte die Bündniskarte einsehen. Okay. Oh. Was ist das denn hier? Hördavl? Vielleicht wird es Zeit, nach Nordwege zurückzukehren. Sigurd will seinen Vater sehen und wer weiß, was uns dort noch erwartet. Ich hörte im vergangenen Jahr Schlimmes über Styrbjörn. Wenn du gehst, pass auf dich auf. Okay, es ist doch noch was dazugekommen. Oh mein Gott, Alter. Wir werden jetzt abreisen und zurückkehren, sobald wir können. Gut, und gebt auf euch Acht, ihr beiden. Ja, wir werden aufeinander aufpassen, aber ich kann nicht versprechen, dass Sigurd normal im Kopf ist. Wir könnten das Gefährt wechseln. Na, warte mal. Weil wir ja jetzt ein anderes Cosplay anhaben. Na, hier ist wenigstens mal einer da, mit dem ich dann das sagen kann. Zeigst du mir deine Waren? Blutgeflecktes Pferd. Oh, geil. Der war ja langsam. Schlacht raus, ne? Na, Schlacht raus. Noch etwas? Nö. Nun muss ich gehen. Auf bald. Du musst immer mal mit deinem Raben sprechen. Das mögen sie gern. Ach, apropos, obwohl, nee. Ich muss los. Bis bald. Können wir behalten. Der ist ja cool. So, wo ist denn der Schlacht raus? Ja, Heide Witzke. Ja. Tattoos und Haare lasse ich bestehen. Das ist die Quest, ne? Nicht, dass ich nachher in DC reingehe. Ja. Ja, da ist er. Sigurd. Ja. Wollen wir, Eivor? Nach Nordwege und noch viel weiter. Dann auf nach Geh Nordwege. Voran. Gut, gut. Alter, mit zwei Blut nur was. Achso. Dann, auf nach Nordwege. Da waren wir ja noch gar nicht. Saga Hjordalov. Sonderbar. Es ist fast genau wie früher und doch völlig fremd. Die paar Jahre auf der Insel haben uns stärker geformt als die Jahrzehnte hier, Bruder. Und es ist arschkalt. Älter als in meiner Erinnerung. Ach du Scheiße. Ach du heilige Scheiße. Was ist denn hier los? Ach du Oh Gott. Die goldenen Punkte. Ich sehe schon. Und hier ist... Warte mal. Wir sind gerade hier.
Natürlich die goldenen Punkte werde ich so abklappboostern. Was haben wir denn hier? Regel einholen! Erzähl nachher was! Eivor! Ich hab doch nichts mit Bart gemacht. Was haben wir denn da? Willkommen, Reisender, an unseren fruchtbaren Küsten. Was ist denn hier ich los? Ich hätte nicht erwartet, auf dieser Insel jemanden vorzufinden. Und warum nicht? Das ist Englerland, die Heimat von Sachsen und Dänen. Unsere Küsten stehen für Handel offen. Englerland? Das hätte ich mir anders vorgestellt. Viele aus Nordwege bringt die Reise aus der Fassung. Aber zum Glück hast du mich, um dich zu leiten. Ich kenne das Land besser als meinen Sohn. Geht es dir gut? Mein Sohn treibt sich mit den Pikten nördlich vom Hadrianswal herum. Wer weiß, was sie für Pläne ausbrüten. Oder was für Leute sie schicken würden, um mich auszuspähen. Du meintest, du wolltest mich herumführen? Natürlich, ja, herumführen. Folge mir. Hier ist Lunden, die Stadt, die vor langer Zeit von Römern erbaut wurde. Solche Baukunst haben... Jo, da bin ich wieder. Wir folgen ihnen mal. Anscheinend haben wir das ganze Land hier noch gar nicht vollbracht. Alter, haben wir einfach nur... da stehen lassen, ne? Am Anfang. Ich würde gerne die Nebenquests mitmachen. Mitnehmen. Das sind die Klippen von Dorfras, bekannt für ihre Schwalben. Achso, der will uns hier rund gehen. Stimmt ja, das war ja schon ein paar Stunden wieder her. Jovorvik oder auch Jorvik, die dänische Handelsstadt. Erzähl das nicht weiter, aber König Alfred hat einen Plan für Jovorvik. Verstehe. Wie der da steht. Oh, wollte ich nicht. Ich habe mich gerade nur verschluckt. Menschenskinder, wollte ich was trinken, verschlucke ich mich. Das ist der Hadrianswall. Unsere letzte Verteidigungslinie gegen die barbarischen Pikten. Es ist eine Linie, ja. Ja. Ich weiß ja nicht, wo er meint, aber okay. Wahrscheinlich werden wir alles in einer Folge reinquetschen, die Nebenquests. Ja, ist egal, ob das eine Stunde ist, geht. Aber ich würde das gerne in einem Part durchhaben. Wobei. Ja, mal gucken. Ich schau mal, wie viele noch hier sind. Und die Führung endet in Winchester, im Herzen von Westsexe. Wo ist König Alfred? Diese ehrlosen Pikten. Sie haben den König entführt. Winchester, wir müssen ihnen nach, nördlich des Hadrianwalls. Wo bist du, mein König? Irgendwo muss er ja sein. Ich glaube, der ist bei Trost, weil ich brauche die Drohung, die er hat. Nein. Keine Sorge, mein König, ich komme. Okay. Der ist selbst alles geschustert. Wer ist denn der König? Frage. Auf ist gleich ein Tier. Nein. Mein König. Oh. Was ist passiert? Warum sprichst du nicht? Wer in Hels Namen bist du? Warum durchwühlst du meine Sachen? Bei Thors Eiern! Warum hast du sie zurückgeholt? Er ist wieder ganz aufgeregt. Verräter! Der König redet nicht mit mir. Du hast ihm die Zunge rausgeschnitten. Er hat keine Zunge!
Weil du sie rausgeschnitten hast. Du bist sein Sohn. Bestärke ihn nicht noch. Sein Verstand ist welk und ähnelt dem eines Kindes. Ich brachte ihn her, um seinen Wahn zu lindern, doch es wird immer schlimmer. Ich versuch's mit Vernunft oder versuche mitzuspielen, aber er hört nur, was er hören will. Er hört nur, was er hören will? Ich habe eine Idee, was dir helfen könnte, wenn du mich lässt. Alter Mann, dein König ist von seinen Qualen ausgelaugt. Ich kann ihn reden hören, ganz leise. Er preist dich. Er sagt, er dankt... Hüsing. Er will Hüsing danken, für seine Treue zur Krone. Was sagt er noch? Du lebst in einem Traum. Es ist Zeit, aufzuwachen. Was willst du damit sagen? Was wahr ist, mag nicht so angenehm sein wie ein Trugbild. Aber du hast Menschen in dieser Welt, die dich ehren. Es kümmert mich nicht, was du für wahr hältst. Ich glaube daran. Ich glaube, dass Elfreth uns an die Pikten verkauft hat. Du hast dein Land und dein Volk verraten. Ich verurteile und entthrone dich. Eine schwere Entscheidung. Doch manchmal muss man eine Wunde ausbrennen, um sie zu heilen. Vergib mir meine Feindseligkeit. Ich wusste, dass das Ende nicht leicht wird. Aber manchmal wiegt die Bürde sehr schwer. Was du tust, ist ehrenhaft und mutig. Und die Götter wissen das. Viel Glück für dich. Immer noch im Krieg mit Englerland? Dieser zähe alte Fuchs lässt mich locker. Ein neues Englerland. Ich bin beeindruckt. Ah, wir haben noch 6 Quests nur noch. Okay, vielleicht schaffen wir es doch noch, den Part. Ich meine, die goldenen Märsche eh so offline machen. Ja, warte mal. Ja, okay. Ich guck mal gerade. Ich gehe, glaube ich, hier. Bis gleich.